Guten Tag, Stefan hier. Grüße dich. Du bist hier bei den Happy Ones. Und das Thema in dieser Playlist, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist eigentlich gar nicht so Happy One. Denn es ist das Thema mit dem Namen, ich weiß es gar nicht, Depression. Was nun oder irgendwie so? Also wir sprechen hier über Depression, über diagnostizierte Depression. Aus einem ganz einfachen Grund, weil es mich betrifft. Ich bin nicht der, der depressiv ist, sondern ich bin der, mit einem Menschen zusammen ist, der diese Krankheit mit sich rumträgt aktuell. Und das, was ich dir heute sagen möchte, ich kam gerade drauf bei dem Video, was ich davor kurz abgedreht und hochgeladen habe. Mein Tattoo, also eins von denen, die ich habe, das ist dette hier, dette, impossible is nothing. Ich möchte eine ganz kurze Botschaft platzieren. Aus eigener Erfahrung übrigens. Wenn du einer bist, der mit einem Menschen zusammenlebt, ob es ein Partner ist, dein Kind ist, ein Elternteil oder vielleicht auch ein guter Freund, der sich mit der Depression vergnügen darf, auch bekloppt formuliert, ehrlich gesagt, dann bist du genauso betroffen wie er. Er anders als du, aber du bist involviert. Und das ist, ich glaube, nicht cooler. Auch wenn wir diese Krankheit nicht in uns haben, wenn wir die Folgen und die Leiden nicht ertragen müssen, so müssen wir sie doch ertragen, und zwar einfach indem wir es abbekommen. Und vielleicht, wenn du es aus eigener Erfahrung weißt, kannst du bestätigen, dass das nicht immer einfach ist, das durchzustehen, da zu sein, wenn der andere dich braucht und auch wegzugehen, wenn er dich nicht will. Denn auch das passiert. Ich habe mich häufig dabei erwischt, dass ich angefangen habe, es persönlich zu nehmen, wenn meine Freundin mich zurückgewiesen hat. Wenn sie mir nicht das zeigen konnte, was sie vielleicht tatsächlich dann doch tief in sich drin für mich empfindet, nämlich Liebe. Und dann habe ich angefangen, es persönlich zu nehmen und habe angefangen, ihre Liebe zu hinterfragen. Das ist nicht gut, das ist nicht fair und das ist nicht ordentlich platziert. Wir, die nur involviert und nicht direkt betroffen sind, wir sind diejenigen, welchen die den Arsch zusammenkneifen müssen. Wir sind diejenigen, welchen die mit der Situation umgehen können, weil wir es können. Und da kommt der Spruch, impossible is nothing. Impossible is nothing zählt vielleicht nicht für einen depressiven Menschen. Für den ist nämlich relativ viel gerade, relativ impossible. Wir aber, die Krankheit nicht ertragen müssen, sondern nur mitleiden dürfen. Wir dürfen uns vor Augen halten, impossible is nothing. Das ist nur ein großes Wort, was uns manchmal die Sicht vernebelt für die Kraft, die wir auch in uns haben. Auch mal zurückzustecken, da zu sein, wenn wir sollen, und nicht da zu sein, wenn wir nicht gebraucht werden oder wenn wir nicht gewollt werden. Das ist eine Gratwanderung. Ich weiß das und ich werde mit diesem Punkt selber noch tausendmal zu kämpfen haben. Dessen bin ich mir bewusst. Und eins habe ich festgestellt, seit ich mir dieser Tatsache bewusst bin, geht es mir besser. Kann ich die Situation besser handeln. Von daher mein Wunsch an dich oder mein Tipp oder wenn wieder mal eine Phase da ist, und da werden auch bei uns noch ganz viele Phasen kommen, wir sind am Anfang der Therapie, wird es immer wieder schwer sein. Unmöglich ist nichts. Es ist nicht unmöglich, aus diesem Scheißloch wieder rauszukommen. Diesen schwarzen Hund zu vertreiben, zu verjagen. Dafür brauchen wir Kraft. Und vielleicht möchtest du dir einfach genau diesen Spruch, ich mache ihn unten rein, von Muhammad Ali, weiß ich nicht, ausdrucken. Gibt bei YouTube, bei Google, kannst du googeln, Impossible is Nothing, gibt es das so als Grafiken, mit so ein bisschen schön designt. Lad dir das runter und hängst dir hin und lies es dir durch. Und immer wenn es eng wird, dann kneif dein Poppes zusammen. Und dann wird es schon wieder. Weil irgendwann wird alles gut. Daran glaube ich ganz fest. Und es wäre schön, wenn du das auch tust. Ich wünsche dir einen schönen Donnerstag. Lass uns stark bleiben, okay? Ciao, dein Stefan.